Schätze meiner Sammlung in der PlayStation 3 und PlayStation 4 Edition. Was das alles ist, Intro, los geht's. Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Schätze meiner Sammlung ist ein Format von mir, was ich sehr, sehr gerne habe. Da gehe ich so ein bisschen durch meine Sammlung durch, zeige euch Highlights von den einzelnen Spielen oder aber von einzelnen Konsolen. Dieses Mal zeige ich euch drei PlayStation 3 Games und drei PlayStation 4 Games, aber diesmal so mit einem anderen Hintergrund, nämlich ich führe eine Excel-Liste, das ist so mein Inventar, und ich weiß, was ich für das Game damals bezahlt habe, und ich möchte euch heute mitnehmen, was habe ich damals bezahlt, was würde ich heute zahlen in der PlayStation 3/PlayStation 4 Edition. Fangen wir an mit der PlayStation 3. Ja, die PlayStation 3 war von mir nie so eine Konsole, die ich auf dem Radar gehabt habe. Ich bin recht spät zu meiner PlayStation 3 gekommen, nämlich durch The Last of Us. Und da habe ich dann noch angefangen, für die PlayStation 3 mir so einen kleinen Grundstock von um die 70 Games aufzubauen. Das erste Game ist ein Spiel aus meiner Jugend, beziehungsweise die Filme sind ja komplett aus meiner Jugend raus. Es ist Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft Teil 3 ist ein absolut geniales Adventure-Spiel. Ihr spielt Marty McFly, der nach den Erlebnissen nach Teil 3 eigentlich gedacht hat, dass jetzt Ruhe ist, aber das Ganze geht weiter. 6 Monate nachdem Marty und Doc ihr letztes Abenteuer erfolgreich bestanden haben, verschwindet Doc Brown auf mysteriöse Weise. Zeitgleich kehrt die eigentlich zerstörte DeLorean-Zeitmaschine nach Hill Valley zurück. Ihr müsst in der Rolle von Marty McFly in das Jahr 1931 zurückreisen und den Teenager Emmett Doc Brown von seinem sicheren Tod bewahren. Ich liebe dieses Game. Das Ganze ist so ein richtig schöner Flashback in meine Jugend, wo ich das allererste Mal Zurück in die Zukunft gesehen habe. Wie gesagt, ich liebe diese drei Teile und das Spiel musste hier in meine Sammlung rein. Ich habe nicht wirklich nach dem Game gesucht. Ich habe das Ganze auf einem Flohmarkt mitgenommen für 10 Euro. Und wenn ich mir das Game heute in die Sammlung reintun würde, wo schaue ich danach? Da schaue ich natürlich bei eBay nach. Und ja, für 10 Euro finde ich das Game dort sicherlich nicht mehr. Angeboten wird das Spiel bei eBay für 49 Euro, ist so das günstige Game. 53 Euro, hier gibt es noch einen, der will 147 Euro haben. Ja, und schaue ich dann bei den verkauften Spielen nach, geht das Spiel zwischen 30 und 50 Euro über den Ladentisch. Metal Gear Solid ist wohl das Game schlechthin, was Sony bzw. was die PlayStation definiert hat. Angefangen hat das Ganze auf der PlayStation 1 und bisher gab es auf jeder PlayStation mindestens einen Titel aus der Metal Gear Solid Reihe. Ja, Metal Gear Solid, Gott, meine Stimme versagt ein bisschen, aber keine Panik, ich ziehe das durch. Ja, wie gesagt, Metal Gear Solid ist für mich das Kultgame schlechthin, was hier geschaffen wurde, ist absolut sensationell. Ja, und ich habe hier in meiner Sammlung die Metal Gear Solid The Legacy Collection in Sealed. Ich bin zu Metal Gear Solid The Legacy Collection zufällig gekommen, nämlich ich habe ja von einem Kollegen aus der Schweiz seine PlayStation Sammlung bekommen und da war unter anderem auch The Metal Gear Solid The Legacy Collection mit drin. Er war so ein absoluter Freak, er hat alles von Metal Gear Solid gesammelt. Und ja, Metal Gear Solid The Legacy Collection beinhaltet natürlich Metal Gear Solid in der HD Edition, Metal Gear 2 in der HD Edition, Metal Gear Solid 3 in der HD Edition,
Dann gab es noch die Original MSX-Version von Metal Gear und Metal Gear Teil 2. Dann Metal Gear Solid Peace Walker in der HD Edition. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots Trophy Edition. Und dann gab es noch dazu zweimal Metal Gear Solid Digital Graphic Novels, also sprich Comics dazu, das Ganze als digitales Beigabe, also als digitale Beigabe. Dann gab es noch ein Artbook dazu und halt wie gesagt die DLCs. Wie gesagt, ich feiere, was Hideo Kojima hier entwickelt hat. Es ist das Kultgame auf der PlayStation-Konsole, auf der PlayStation 1, wie gesagt, hat das Ganze angefangen. Und ich liebe Metal Gear Solid. Wenn ich mir anschaue, was ich heute für diesen Titel zahlen müsste, dann schaue ich mir mal an, was es bei eBay gibt. Finde ich Titel, die ab 54 Euro losgehen, dann ein Sealed für 120 Euro. Gehe ich unter die verkauften Artikel, dann sieht das Ganze schon ein bisschen entspannter aus. Es gibt Titel, die bei 40 Euro verkauft wurden. Es gab aber auch Titel, die höher verkauft wurden. Wenn ich mir so den Durchschnitt anschaue, liegen wir hier bei einem guten Preis von 59 Euro. Wie gesagt, ich habe die Sealed-Variante. Wer mich kennt, der weiß, ich liebe Godzilla von den allerersten Filmen aus den 50er Jahren, die in Schwarz-Weiß gedreht wurden, bis zu den Monsterverse-Filmen. Ja, nicht ganz so mein Ding, aber wie gesagt, Godzilla muss einfach sein. Und ich war sehr erstaunt, dass es ein Godzilla-Game gibt für die PlayStation 3. Klammer auf, das Ganze gibt es auch für die PlayStation 4. Godzilla, das Game, ja, es ist jetzt grafisch nicht das Game, wo ich sagen muss, holla die Waldfee, hier ist aber Action angesagt. Ja, ihr steuert Godzilla und müsst das tun, was Godzilla tut, nämlich zerstören. Mehr ist es, glaube ich, in dem Spiel nicht, mehr wird es auch nicht. Ihr kämpft gegen die Menschheit, ihr kämpft gegen die anderen Titanen und das war's eigentlich schon. Also mehr ist aus dem Spiel nicht rauszuholen. Grafisch ist das Ganze, wie gesagt, naja. Und wie gesagt, das Ganze gibt es auch auf der PlayStation 4. Hier ist es grafisch auch, naja, weil es ist eigentlich 1:1 die PlayStation 3 Version. Das Ganze ist etwas Kurioses und zwar das Ganze kam auf den Markt. Und dann kam es auch wieder ganz schnell wieder vom Markt herunter. Aus dem einfachen Grund, das, was ich so im Internet recherchieren konnte, ist, damals hat Toho ja diese Rechte gehabt und hat das Ganze an die Legendary Studios weitergegeben. Und Legendary hat dann mit den Monsterverse-Filmen hier was, Godzilla zum neuen Leben erschaffen und da musste, glaube ich, aus Lizenzgründen das Spiel wieder vom Markt genommen werden. Nichtsdestotrotz, das Ganze ist eine recht grafische Gurke. Spielerisch ist es auch nicht das, wo man sagen kann, ole ole, holle die Waldfee. Preislich ist das Ganze aber schon eher uiuiui. Ich habe das Ganze vor Jahren in meine PlayStation 3 Sammlung reingenommen für 79 Euro. Das war es mir damals wert, weil ich einfach gesagt habe, hey, ich bin Godzilla-Fan und will dieses Game auf jeden Fall haben. Dann habe ich ein Video vom Raketen-Jansel gesehen, wo er dann auch das Game für die PlayStation 4 vorgestellt hat und da habe ich dann sagen müssen, schauen wir mal, was es für die PlayStation 4 kostet. Damals hat es um die 149 Euro gekostet. Dann habe ich sagen müssen, das will ich mir auf gar keinen Fall antun. Ja, und was ich mir damals nicht angetan habe, würde ich mir heute auch nicht antun. Schauen wir mal, was das Game bei eBay so kosten mag. Von den Game gibt es verschiedene Versionen natürlich. Es gibt einmal die japanische Geschichte, die wird um die 60 Euro angeboten. Dann gibt es die PEGI-Version und die USK-Version. Ich habe die
USK-Geschichte. Und wenn ich mir das Ganze so anschaue, wird das Ganze angeboten um die 294 Euro. Japanisch hier haben wir wieder was um die 75 Euro. Da geht das Ganze auch um die 200 bis 220 Euro weg. Und ja, Leute, wenn ich mir die PlayStation 4 Preise anschaue, nee, definitiv nicht. Das waren die drei PS3 Games aus meiner Sammlung. Machen wir weiter mit den PlayStation 4 Games. Fortnite ist ein Game, was mich komplett überfordert. Ich glaube, ich bin viel zu alt dazu. Looten, überleben, schießen, überleben, bauen. Es überfordert mich maßlos. Ich habe das Ganze auf der Xbox One mal angespielt und habe recht schnell feststellen müssen, nee, damit wird der alte Mann definitiv nicht glücklich. Aber es begab sich zu einer Zeit, wo ich noch mehr mit dem Gamefuchs gemacht habe. Sascha, wenn du das Video siehst, Grüße gehen raus an dich, wo eben auch du bist. Ich weiß, dass du mehr jetzt auf Twitch machst. Und der Gamefuchs hat mir das Game von einem Flohmarkt mitgebracht. Er hat das Ganze für 20 Euro gefunden und dann habe ich gesagt, komm, für 20 Euro tue ich mir das Ganze in die Sammlung rein. Und wir sprechen hier wohlgemerkt von der physischen Version. Alles, was danach rausgekommen ist, gab es nur noch als digitalen Downloadcode. Und die physische Version geht bei eBay irgendwie zack durch die Decke. Keiner weiß warum, aber schauen wir uns mal die Preise hier für Fortnite in der ersten Version an, sprich in der physischen Version. Ja, verkauft finde ich das Ganze ja gegradet für 500 Euro, dann für 120 Euro, dann für 165 Euro. Aber der Durchschnittspreis liegt doch hier wohl so um die 100 Euro. Ich kann es, wie gesagt, nicht nachvollziehen, warum das Ganze so selten ist. Ja, es ist eine physische Version, aber die ganzen Zusatzpacks, die man da hat, gibt es nur als Downloadcode bzw. als Code, den man auf seinem PSN-Account einlöst. Und wie gesagt, I don't get it. What Remains of Edith Finch? Ein Game, was ich 2017 überhaupt gar nicht auf dem Radar gehabt habe, bis dass ich über ein Video zufälligerweise über dieses Game gestoßen bin. Ja, What Remains of Edith Finch, das Ganze gab es nur als Download-Version für verschiedene Plattformen. Und dann gab es den Publisher, ich glaube IM8-Bit war das, genau, IM8-Bit hat das Ganze für die PlayStation 4 physisch rausgebracht und seitdem ist dieses Game ziemlich gefragt. Ich habe das Ganze zu einem recht guten Preis gekriegt für 79 Euro, natürlich ist es nicht sealed, habe das Ganze mal in meine PlayStation reingetan. Ich muss sagen, das Game ist ein Spiel, wo ich sagen muss, ist interessant, fesselt mich. Im Prinzip ist es ein Walking Simulator bzw. ein Adventure. Preislich wird das Ganze zwischen 188 Euro und 300 Euro angeboten. Das Ganze gab es nur in Amerika, lässt sich aber wie gesagt auf jeder PlayStation 4 spielen. Wenn ich mir bei den verkauften Spielen so die Preise anschaue, liegen wir zwischen 140 Euro und 150 Euro bei den gebrauchten Sachen. Bei neu liegen wir hier schon bei 200 Euro. Und da muss ich sagen, bin ich richtig glücklich, habe ich das Game für diesen günstigen Preis damals noch schießen können. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber die Welt ist im Deadpool-Fieber. Und ja, ich liebe diesen verrückten Assassinen. Ich liebe den ersten Teil, ich liebe den zweiten Teil. Den dritten Teil werde ich sicherlich auch lieben, wenn ich das Ding irgendwann mal daheim in meinem Heimkino anschauen werde. Aber zurück zu Deadpool. Wie gesagt, ich liebe diesen Typ. Er ist einfach total crazy. Die Comics sind genial. Ja,
X-Men, dort war es nicht so genial, weil das war nicht irgendwie Wade Wilson, sondern das war irgendetwas, das war nicht wirklich Deadpool aus den Comics, so wie ich das Ganze in meiner Jugend geliebt habe, weil ja, er durchbricht in den Comics die vierte Wand. Er weiß genau, dass er nicht real ist. Er weiß, dass er eine Comicfigur ist. Und das Ganze habe ich geliebt in den Deadpool-Filmen, wie er sich immer in die Kamera reindreht und den Zuschauer quasi anspricht. Das Ganze gab es für die PlayStation 3 als Game. Ich habe das Ganze für die PlayStation 4 gekauft, damals für sagenhafte 39 Euro, habe das Ganze aufgemacht, habe es reingetan und das Game ist hammermäßig. Ja, es ist ein bisschen ein Gemetzel, aber auch hier der typische Deadpool-Charme kommt hier rüber. Wenn ich mir allerdings die Preise heute anschaue, frage ich mich, warum? Dann haben wir die PlayStation 4 Geschichte für 77 Euro. Dann haben wir wieder ein nächstes Game für 106 Euro. Leute, beim besten Willen, I don't get it. Wie gesagt, ich habe das Ganze damals zu dem normalen Preis bekommen. Und ja, es ist ein cooles Spiel. Und ja, die Filme sind sicherlich cool. Aber dadurch jetzt das Spiel so künstlich verteuern, ich weiß es nicht, ob das ein guter Weg ist, liebe Freunde.